Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nochmal bei der EP3-Baustelle hier im Windpark Jettenbach. Heute ist der 19. Oktober, Montag. Ich war Freitagnachmittag schon mal hier. Und die waren echt fleißig am Wochenende. Mittlerweile haben sie den Generator und die Narbe montiert. Krass, ich bin echt beeindruckt. Als ich am Freitag hier war, war nur der Stator montiert. Generator und Rotornarbe lagen noch am Boden und die Baustelle sah ziemlich verlassen aus. Da war es auch sehr windig. Ja, die letzten Tage war es jetzt allerdings relativ windstill und das Wetter war auch ganz gut. Und da hatte ich schon so einen kleinen Verdacht, dass sie eventuell was machen, aber ja, jetzt bin ich echt beeindruckt, dass sie Generator und Narbe schon montiert haben. Hätte ich nicht mitgerechnet. Sehr geil. Ja, im Maschinenhaus hört man, da wird gearbeitet. Da haben sie auch gerade irgendwelches Werkzeug hochgezogen. Ich finde die Narbe so geil. Also das Design ist so cool, viel cooler als mit der Kugelnarbe. Finde ich schade, dass sie die nicht beibehalten haben. Ja, die Rotorblätter liegen noch am Boden. Wäre natürlich der Hammer, wenn sie ein Rotorblatt ziehen, während ich hier bin. Aber ich habe leider nicht so viel Zeit. Ja, die Narbe und das Maschinenhaus haben sie ein bisschen gedreht und die Narbe steht auf ja, so Viertel nach 12 Position, also perfekt, um das erste Rotorblatt einzuschwenken. Aber die werden wahrscheinlich jetzt noch Maschinenhaus bzw. in der Narbe irgendwas vorbereiten, bevor es dann mit dem Rotorblattzug losgeht. Naja, aber ich schätze mal, dass diese Woche die Anlage dann wahrscheinlich fertig wird. Schade, dass ich dann den Rotorblattzug nicht mitbekomme. Hier die Baustelle nochmal aus der anderen Richtung. Sieht sehr still aus da, also man hört kaum was. Außer so ein bisschen Gepolter aus dem Maschinenhaus. Aber ansonsten sieht es hier ziemlich ruhig aus. Naja, vielleicht sind die erstmal beschäftigt, jetzt in der Narbe alles vorzubereiten. Weil die Wetterbedingungen sind eigentlich perfekt für einen Rotorblattzug. Es ist kaum Wind. Die Anlagen hier im Nachbarwindpark, die stehen alle. Beziehungsweise trudeln so ein bisschen vor sich hin. Aber das wäre eigentlich perfekt für den Rotorblattzug. Ich finde das Design einfach so geil. Die EP3 ist so meine absolute Lieblingsanlage. Sieht so krass aus. Dieser riesen Generator. Und die Narbe ist einfach fast genauso groß wie das Maschinenhaus. Das ist schon krass. Ja, aus dem Maschinenhaus und aus der Narbe, da hängen jetzt noch Seile runter. Weiß nicht, wofür die jetzt sind. Auch zur Stabilisation. Okay, da ist Personal. Naja, mal abwarten. Vielleicht habe ich Glück. So, hier sieht man die Baustelle nochmal schön von vorne. Und auch die Rotornarbe. Ich finde das Design so geil. Ja, die steht jetzt auf Viertel nach 12 Position. Da könnte man jetzt schön ein Rotorblatt einfädeln. Vielleicht ist es auch Zufall, vielleicht drehen sie später noch in die andere Richtung und fädeln es von der anderen Seite ein. Ja, Maschinenhaus wird auf jeden Fall gearbeitet. Da wurde Werkzeug hochgezogen und da hört man auch Geräusche. Ja, ich denke mal, da gibt es jetzt noch einiges vorzubereiten vor der Rotorblattmontage.
Aber die Bedingungen wären eigentlich ziemlich perfekt. Das Wetter passt, es ist relativ windstill. Also ich gehe mal stark davon aus, dass sie heute zumindest noch eins hochziehen. Alle drei wahrscheinlich nicht. Ja, aber so lange habe ich jetzt leider nicht Zeit. Ich muss jetzt nachher schon wieder zurück nach Freiburg und bin dann wahrscheinlich erst wieder gegen Weihnachten hier. Ja, jetzt wegen Corona soll man ja auch nicht so viel reisen. Ja, aber wenn ich dann nochmal hier bin, so um Weihnachten rum, dann ist die Anlage schon fertig. Und vielleicht sogar schon am Netz, wer weiß. Ja, hier auf der Baustelle tut sich jetzt nicht so viel. Da stehen ein paar Fahrzeuge rum. Jetzt sind wir nochmal die Rotorblätter. Aber die sind alle irgendwie im Maschinenhaus beschäftigt. Der Haken des Krans ist auch oben. Ja, schade, dass ich jetzt den Rotorblattzug verpasse. Naja, aber die E138 EP3, absolut geile Anlage, meine absolute Lieblingsanlage. Ich finde das Design einfach super. Und jetzt, vorher sah der Turm relativ schmächtig aus, aber jetzt mit dem Generator und der fetten Narbe sieht das echt mächtig aus. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass da noch drei fast 70 Meter Rotorblätter drankommen, dann ist das echt eine richtig fette Anlage. Geil. Naja, dann war es das hier aus dem Windpark Jettenbach. Wenn es euch interessiert, wie die Anlage aussieht, wenn sie fertig ist und wenn sie sich dreht, dann abonniert gerne meinen Kanal. Die anderen Videos vom Aufbau findet ihr auch auf meinem Kanal. Ja, schreibt gerne wieder Kommentare. Freue ich mich immer drüber. Und ja, dann sehen wir uns aus dem nächsten Windpark. Macht's gut, bis dann.